Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie, hier mal im Wald. Ich wollte mal gucken, ob es mal andere Pilze gibt und bin hier mal in einen Wald gefahren, wo es immer verschiedene Sorten gab. Ja, nicht? Lassen wir uns mal überraschen. Und dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film und dann wünschen wir uns mal Trüff, Trüff. Na, das ist ja schon mal ein Lichtblick. Hier wachsen ein paar Pfefferröhrlinge. Aber die lassen wir hier. Aber ist doch mal erfreulich, dass man ein paar andere Arten sieht. Kahle Kremplinge. Also es gibt schon andere Pilze. Ja, ist ja richtig herrlich heute im Wald. Und der Regen, der hat auch dafür gesorgt, dass die Pilze wachsen. Dann wollen wir mal sehen. Hier stehen Kartoffelbohwiste. Interessant, interessant. Auch hier, direkt am Wegesrand, wachsen Pfifferlinge. Immer noch. Und wenn ich da so rüber gucke, ja, ich will mal hinzoomen, dazwischen, da steht alles voll. Dann will ich mal ernten. Ja, das ist also schön, ne? Guck mal hier. Ja, also Pfifferlinge scheint es immer noch ausreichend und genug zu geben. Wie gesagt, ich bin hier mal in ganz anderen Wald. Ich bin jetzt mal unten im Kerspetal unterwegs. Ja, schauen wir mal. Also hier steht überhaupt keine Fichte mehr. Ja, dadurch, dass der Wald dann so licht geworden ist, hat sich das hier total verändert. In älteren Filmen war ich schon mal hier. Aber man kann es nicht wiedererkennen. Der Waldweg hier, der ist total zugewuchert. Ist schon beachtlich, was da der Borkenkäfer angerichtet hat. So, das hier, das war hier mal mein Steinpilzwald. Was hier jetzt so steht, das ist nur noch Gerippe. Und hier dieser Weg, der jetzt oben auf den Parallelweg führt, der lässt sich auch nur noch erahnen. Wenn ich nicht wüsste, dass er hier wäre, durch das Gestrüpp, durch das richtige Gestrüpp, kommt man gar nicht mehr durch. So, dann habe ich dieses Ginstermeer durchschritten. Ja, bergauf und dann durch die Ginstern. Ohne Machete. Ja, und hier werde ich belohnt. Ah, oh, das ist ein Röhrling. Boah, ist der tief. Oh, ist der tief. Ah, ein Stück, nee. Puh. Ja, irgendein Raufuß, würde ich sagen, oder ein Steinpilz. Gucken wir uns mal an, ist doch ziemlich dreckig. Ja, man soll sich das Habitat angucken. Hainbuchenröhrling, schätze ich mal. Was hier steht, ja nur Hainbuchen. Der Wald, der war früher nicht schlecht für Pfifferlinge. Ich werde den mal erklimmen, sage ich mal. Oh, hier ist ja auch kein Ginster. Aber gleich brauche ich erstmal Ruhe. Ja, wenn man sich hier unten den Untergrund anguckt, dürfte es keinen Pfifferlinge geben. Es fehlt der Unterbewuchs. Ja, ein Fliegenpilz, ein Steinpilzzeiger. Ja, mal gucken, wo der angezeigte Pilz steht. Hier wachsen zumindest ein paar Fichten. Hier könnten sich welche verstecken. Mal sehen. Ja, da versteckt sich einer. Ja, mal gucken. Nee, der ist schon total madig. Guck mal hier, wie er sich anfühlt. Aber wenigstens ein Steinpilz. Ich lege ihn wieder hin zum Aussporen. Die Natur, die dankt es mir. Ja, das ist ein schöner Steinpilz. Das ist ein wirklich schöner Steinpilz. Eine Gruppe Marönchen. Der ist schön hier. Ja, schön. Also hier steht der ganze Wald voll Marönchen. Da will ich jetzt erstmal ernten. Na, braucht noch jemand einen Dessertpilz für die Schwiegermutter? Ja, eindeutig Schlumpfhausen. Guck mal, Papa Schlumpf, wo bist du? Ach, hier stehen drei Birkenpilze. Einer ist durch und der andere. Ja, der ist noch zu verwerten. Ja, so mussten unsere Väter wahrscheinlich Pilze gesucht haben in so richtigen Urwäldern. Weil
seit der Borkenkäfer hier und das alles geräumt worden ist, ist das alles hier ziemlich ungepflegt. Ist einfach nichts gemacht worden, nicht? Ja, und die Pilze, die stehen dann halt ein bisschen versteckt als sonst. Aber es macht Spaß. Ja, das ist auch ein Raufuß. Ist auch ein Birkenpilz. Aber sehr, sehr hell, ne? Dürfte auch durch sein. Und hier noch ein paar Marönchen. Schön. Da diesen Hauptholzabfuhrweg, den haben sie doch ein bisschen Unkraut freigehalten. Aber ist ein herrlicher Ausblick hier, guckt mal. Hier vorne kommt wieder ein Mischwald mit Fichten drin. Da sollte man mal reingehen, wenn es nicht allzu dicht ist. Mal sehen. Ja, das Erste, was mir wieder im Auge fällt, ist wieder so ein kleines Schlumpfhausen hier. Mit Fliegenpilzen, mit Amanita muscaria. Dann gucke ich hier auch mal nach Steinpilze. Also das Habitat hier sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Muss man mal genauer hinsehen. Also das sieht hier genauso aus wie das Pfifferlingshabitat, wo wir im Sommer so viele Pfifferlinge gefunden haben. Ja, hier mit diesem Grün unten. Schauen wir uns mal näher an. Nee, du, das ist hier tote Hose. Hier sehe ich, hoppla, hier sehe ich überhaupt keinen Pilz. Null. Mal weiter gucken. Na, 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 Charlie. Was haben wir denn hier? Ein Täubling. Ja, mal gucken. Wie gesagt, wenn er Milch schmeckt, nehme ich ihn mit. Ja, die Maden fanden den auch schon lecker. Den lasse ich im Wald. Ja, hier haben wir falsche Pfifferlinge. Ja. Also sieht man schon den Unterschied. Sind viel dünnfleischiger. Wenn man dann immer so einen echten daneben hält. Na komm schon. Ja. Ja, der hat dann halt diese Leisten. Und der falsche hat dann halt Lamellen. Schön zu sehen ist das dann im Anschnitt. Ja, da ist also eine richtige Linie zwischen Hut. Also hier, so eine richtige Linie zwischen Hut und diesen Lamellen. Und das daran ist der falsche Pfifferling gut zu unterscheiden. Also so gut abgegrenzt sind die Leisten beim Pfifferling nicht vom Hut. Ja, auf jeden Fall ist dieser Wald wesentlich angenehmer zu begehen als der Asmahügel hinten, der Kersper runter. Ja, mal sehen. Ja, das sah ganz gut aus da, aber da war gar nichts. Da stand nicht ein Pilz. Ja, so kann es gehen, nicht? Na, schauen wir nochmal da. Hier an einer Eiche ein kleiner Schwefelporling. Aber da kann auch ruhig wachsen bleiben, weil man kann Glück haben, dass er nicht bitter ist. Aber die Eiche, die hat einfach sich zu viel Gerbsäure. Und die nimmt der Pilz auf. Also bleibt er da. Und unweit davon, da ist wohl der Mutterpilz, wächst an einem umgestürzten Baumstoken. Aber auch der ist zu alt jetzt, der ist wesentlich zu alt. Ja, was mir jetzt übrigens auffällt, ist, dass ich überhaupt keine klebrigen Hörnchen finde, die normalerweise hier auf diesen Totholzstoken stehen. Keine da. Trotzdem gibt es Pilze. Ist schon eigenartig. Ja, jetzt bin ich nochmal in einen anderen Wald gefahren. Hier stehen also falsche Pfifferlinge. Aber hier gibt es auch noch Fichtenbestand. Mal gucken. Fichtenbestand ist doch immer gut für Steinpilz. Ja, hier am Ufer, da kommt noch so ein Steinpilz raus. Kleiner Sektkorken. Ja, hier finde ich ein paar Goldröhrlinge. Hier vorne steht auch noch einer und die sind auch gut, dass man so verwerten kann. So, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms, jetzt sind wir fertig. Wir haben gut gefunden, kann nicht klagen. Vor allen Dingen die Artenvielfalt ist jetzt da. Ja, jetzt, wo es Frost geben soll, ist die Artenvielfalt da. Aber gucken wir mal in den Korb. Ja, also, was haben wir? Goldröhrlinge haben wir, schöne Steinpilze, hier Sektkörkchen, aber auch größere. Ja, da haben wir einen Heimbuchenröhrling, wunderbare Maronen, ja, und Pfifferlinge noch. Ja, was soll ich sagen?
Das wird schon eine geile Mahlzeit werden. Ja, hier rauschen jetzt die Autos vorbei, ich kann es nicht ändern. Ich sage da mal trüff, trüff, bis zum nächsten Mal und dann geht man in die Wälder. Also die Pilze sind da. Tschüss.